Wenn wir unser Leben verändern möchten, dann denken wir oft, dass es drastische Veränderungen braucht. Und wir neigen alle dazu, die Auswirkungen von einer großen Handlung massiv zu überschätzen und dabei zu übersehen, dass es oftmals auf kleine Gewohnheiten ankommt, die wir hundertfach ausführen und dadurch im Laufe der Zeit extreme Auswirkungen durch diese kleinen Gewohnheiten entstehen. In dem Buch Die 1%-Methode geht es darum, wie wir nachhaltig gute Gewohnheiten aufbauen können und schlechte Gewohnheiten auflösen können. Das Buch macht insgesamt ungefähr 4 wesentliche Kernaussagen, die wir in diesem Video nach und nach besprechen werden. Erstens, warum kleine Gewohnheiten so mächtig sind. Zweitens, warum wir uns nicht Ziele setzen, sondern Systeme schaffen sollten. Drittens, wie Gewohnheiten unsere Identität prägen und umgekehrt. Und viertens, die 4 grundlegenden Gesetze für nachhaltige Verhaltensänderung. Also erstens, warum sind kleine Gewohnheiten so mächtig? Gewohnheiten wirken exponentiell und exponentielle Entwicklungen können mit der Zeit extrem drastische Auswirkungen haben. Wenn wir ein Jahr lang jeden Tag 1% besser werden, dann werden wir am Ende um ein Vielfaches besser sein. Wenn wir aber über ein Jahr hinweg jeden Tag 1% schlechter werden, dann sind wir am Ende des Jahres fast am Nullpunkt angekommen. Gewohnheiten scheinen oftmals zunächst keinen großen Unterschied zu machen. Die Auswirkungen über mehrere Monate oder mehrere Jahre hinweg können aber oftmals sehr eindrücklich sein. Man kann sagen, dass die Zeit alles multipliziert, was man über diese Zeit hinweg macht. Das heißt, wenn man gute Gewohnheiten hat, dann multiplizieren sich die positiven Konsequenzen dieser guten Gewohnheiten. Wenn man schlechte Gewohnheiten hat, multiplizieren sich die negativen Konsequenzen von diesen Gewohnheiten. Das heißt, die Zeit ist dein Freund, wenn du gute Gewohnheiten hast, und die Zeit ist dein Feind, wenn du schlechte Gewohnheiten hast. Ein großes Problem ist, dass sofortige Befriedigung oftmals in unserem Gehirn stärker wirkt als langfristige Belohnung. Und deswegen haben wir die Tendenz, schlechte Gewohnheiten einschleichen zu lassen, die sich kurzfristig gut anfühlen, langfristig sich jedoch zu größeren Problemen anhäufen. Eine weitere Erklärung, warum wir oftmals gute Gewohnheiten nicht aufrechterhalten, ist etwas, was James Clear als das Plateau des schlummernden Potenzials bezeichnet. Wir erwarten in der Regel einen linearen Fortschritt. Zumindest hoffen wir, dass sich schnell erste Ergebnisse zeigen. Tatsächlich ist es aber so, dass die Folgen von unserem Aufwand erst verzögert eintreten. Gewohnheiten scheinen deswegen zunächst keinen Unterschied zu machen, bis wir eine kritische Schwelle überschreiten. Und den tatsächlichen Impact von unseren Bemühungen merken wir oft erst Jahre später. Und das führt dazu, dass wir anfänglich ein Tal der Enttäuschung erleben, indem wir nicht das Gefühl haben, dass wir den Fortschritt machen, der im Verhältnis zu unserem Aufwand stehen würde. Und hier geben wir oftmals einfach auf, weil wir nicht die gewünschten Ergebnisse sehen, die wir uns erhofft haben. Oftmals braucht es aber einfach seine gewisse Zeit, bis dieses exponentielle Wachstum einsetzen kann. Das ist auch etwas, was ich bei diesem Kanal beispielsweise beobachtet habe. In den ersten 10 Monaten, in denen ich angefangen habe, regelmäßig Videos hochzuladen, habe ich gerade mal 50 Abonnenten dazu gewonnen. In den zweiten 10 Monaten, in denen ich regelmäßig Videos hochgeladen habe, habe ich hingegen 2000 Abonnenten dazu gewonnen. Das wäre aber nicht dazu gekommen, wenn ich nach 10 Monaten oder nach 9 Monaten entschieden hätte, YouTube macht keinen Sinn für mich, das, was ich hier reinstecke, steht nicht im Verhältnis zu dem, was ich rausbekomme. Und ich glaube, es hilft, wenn wir uns oftmals vor Augen führen, dass die Samen, die wir heute setzen, einfach Zeit brauchen, um heranzuwachsen und die Ergebnisse erst später eintreten können. Der zweite wichtige Kernpunkt aus diesem Buch ist, dass wir auf Ziele verzichten sollten und stattdessen Systeme schaffen sollten. James Clear identifiziert dabei 4 Hauptprobleme von Zielen. Erstens, Gewinner und Verlierer haben die gleichen Ziele, deswegen kann das nicht der entscheidende Unterschied sein. Jeder Olympiateilnehmer will die Goldmedaille, jeder Bewerber will den Job. Das heißt, das Ziel kann nicht das sein, was Gewinner und Verlierer wirklich voneinander unterscheidet. Zweitens, das Erreichen eines Ziels ist immer nur ein vorübergehender Zustand. Wenn ich die Energie beispielsweise aufbringe, um mein Zimmer aufzuräumen, ich aber meine Gewohnheiten und Systeme fortführe, die zu diesem unaufgeräumten Zimmer geführt haben, dann sorgt es nicht dafür, dass das Zimmer ordentlich bleibt. Deswegen sollten wir lieber an den Gewohnheiten und Systemen ansetzen, um nachhaltig den erwünschten Zustand beizubehalten.
Das dritte Problem ist, dass Ziele unser Glück beeinträchtigen, weil hinter jedem Ziel diese implizite Annahme steckt, wenn ich mein Ziel erreicht habe, dann bin ich glücklich. Und so verschieben wir das Glück ständig bis zum nächsten Meilenstein, anstatt auch mit dem glücklich zu sein und das zu schätzen, was wir im Hier und Jetzt tun und haben. Und das vierte Problem ist, dass Ziele nicht zu langfristigen Fortschritten führen. Hier gibt es ein schönes Zitat aus dem Buch: Ein Ziel setzt man sich, um ein Spiel zu gewinnen. Ein System dagegen baut man auf, um weiter im Spiel zu bleiben. Und deswegen verfallen viele Menschen in ihre alten Gewohnheiten, wenn sie ein Ziel erreicht haben, weil ihnen dann der Antrieb fehlt, weiter diese Verhaltensweisen zu zeigen und sie eben nicht ein System geschaffen haben, das weiterhin dafür sorgt, dass sie die Verhaltensweisen und Gewohnheiten zeigen. Jetzt, wo wir also verstanden haben, warum Systeme so wichtig sind, kommen wir zur dritten Schlüsselerkenntnis, und zwar: Identitätsveränderungen sind die Grundlage für Gewohnheitsveränderungen. Die meisten von uns fokussieren sich darauf, Resultate zu erreichen. Wir wollen abnehmen, unser Einkommen erhöhen, einen Marathon laufen. Nur weniger Leute hingegen fokussieren sich auf die zweite Ebene, Prozesse und Systeme. Hier macht man sich zum Beispiel einen konkreten Fitness- oder Ernährungsplan oder nimmt sich vor, jeden Tag 5 Seiten zu schreiben, oder man überlegt sich Meditationsübungen, die man regelmäßig machen kann. Noch weniger Leute hingegen fokussieren sich allerdings auf die tiefste Ebene, nämlich Identitätsveränderungen. Das ist jedoch die Ebene, die für nachhaltige Veränderung unglaublich wichtig ist. Wenn wir versuchen, unsere Resultate zu ändern, dann sind diese Resultate oftmals nur ein vorübergehender Zustand. Denn jedes Handlungssystem hängt zusammen mit einem tieferen Glaubenssystem. Und wenn wir versuchen, unsere Gewohnheiten, unsere Verhaltensweisen zu ändern, dann bleiben diese nur nachhaltig bestehen, wenn wir unsere tiefere, zugrunde liegende Identität ändern, die mit diesen Gewohnheiten und Verhaltensweisen zusammenhängen. Wenn wir uns beispielsweise 2 Personen anschauen, die mit dem Rauchen aufhören wollen, und man diesen beiden Personen eine Zigarette anbietet und die andere sagt: Nein, danke, ich versuche aufzuhören, und die andere Person sagt: Nein, danke, ich rauche nicht, ich bin nicht Raucher, dann wird man vermutlich beobachten können, dass die zweite Person wesentlich wahrscheinlicher diese Gewohnheit aufrechterhalten kann und tatsächlich zum Nichtraucher wird, weil sie an ihrer Identität, an ihrer Überzeugung über sich selbst gearbeitet hat. Stellt sich die Frage, wie können wir unsere Identität verändern? Was können wir da machen? Der erste Schritt besteht darin, sich dafür zu entscheiden, was für ein Mensch man sein möchte. Das heißt, das Ziel besteht nicht darin, einfach ein Instrument zu lernen, sondern sich dafür zu entscheiden, ein Musiker zu sein. Das Ziel besteht nicht darin, einfach nur Sport zu machen, sondern ein Sportler zu sein. Das heißt, ich überlege mir zuerst, zu welchem Mensch möchte ich werden? Und dann beweise ich mir selbst diese Identität mit kleinen Siegen. Das heißt, man unternimmt kleine Schritte, um diese gewünschte Identität zu verstärken. Zum Beispiel, man kocht etwas Gesundes und legt diese kleine Gewohnheit dann als Beweis für die eigene Identität aus. Das heißt, wir setzen sowohl an unserer Identität an, als auch an unseren Gewohnheiten, und diese führen dann zu einer positiven Feedbackschleife, und das führt dazu, dass wir nachhaltig unsere Identität und unsere Gewohnheit verändern können, weil diese sich positiv gegenseitig beeinflussen. Kommen wir zum vierten Schlüsselpunkt des Buches, und zwar: Wie bauen wir Gewohnheiten überhaupt auf und wie können wir die Schwierigkeiten in diesem Prozess überwinden? Wir können den Prozess des Auftretens von jeder Gewohnheit gewissermaßen in 4 Phasen aufteilen. Erstens den Auslösereiz, der das Gehirn dazu veranlasst, eine Handlung einzuleiten. Dann das Verlangen, das die Motivation liefert für jede Gewohnheit. Die Reaktion, das ist das Verhalten oder die Gewohnheit selbst, die wir dann ausführen. Und viertens schließlich die Belohnung, die das ursprüngliche Verlangen befriedigt. Und schließlich wird durch diese Belohnung auch gelernt, dass der Auslösereiz zu der Belohnung führt, und dadurch wird das Verhalten langfristig automatisiert und wieder durchgeführt. Und aus diesen 4 Phasen ergeben sich nach James Clear die 4 Gesetze der Verhaltensänderung. Das erste Gesetz ist: Die Gewohnheit muss offensichtlich sein. Das heißt, wir brauchen einen offensichtlichen Hinweisreiz, der unser Verhalten in Gang setzt. Und hier haben wir unterschiedliche Möglichkeiten. Das erste sind Implementation Intentions. Das sind gewissermaßen einfache Wenn-Dann-Regeln, die ich mir definieren kann. Beispielsweise, wenn Sonntag 10 Uhr ist,
dann gehe ich joggen. Und dadurch, dass ich mir so eine Implementation Intention definiere, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass in der jeweiligen Situation meine Verhaltensintention aktiviert wird. Das Zweite, was wir machen können, ist, Gewohnheiten aneinander zu koppeln. Das heißt, dass ich zum Beispiel, nachdem ich mir Zähne geputzt habe, vornehme, jedes Mal aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin. Und dadurch, dass ich die eine Gewohnheit, die ich sowieso schon habe, als Auslöser für die nächste Gewohnheit nehme, gibt es eben auch hier einen angemessenen Auslösereiz. Und die dritte Möglichkeit ist die Umgebungsumgestaltung. Das heißt, ich versuche, meine Umgebung so zu gestalten, dass der Auslösereiz für meine Gewohnheit, für mein Verhalten möglichst offensichtlich ist. Wenn ich beispielsweise mehr Obst essen möchte, dann stelle ich eine Obstschale mitten auf den Tisch, anstatt das Obst im Essensregal stehen zu haben. Oder wenn ich mehr Wasser trinken möchte, könnte ich mehrere Wasserflaschen verteilt aufs ganze Haus stehen lassen, um mehr Wasser trinken zu können. Und gleichzeitig ergibt sich dadurch auch, wie wir negative Gewohnheiten abgewöhnen können, nämlich indem wir erstmal uns dessen bewusst werden, welcher Auslösereiz sorgt dafür, dass ich diese Verhaltensweise ausführe und wie kann ich diesen Auslösereiz möglichst unsichtbar machen oder entfernen, indem ich beispielsweise das Handy in einem anderen Raum liegen lasse, indem ich eine App deinstalliere oder eine Webseite deaktiviere zum Beispiel. Das zweite Gesetz ist, die Gewohnheit muss attraktiv sein, um eben dieses Verlangen in uns auszulösen. Das können wir beispielsweise dadurch machen, dass wir ganz bewusst unser soziales Umfeld wählen, weil das soziale Umfeld, die Kultur, in der wir uns befinden, hat einen ganz starken Einfluss darauf, welche Verhaltensweisen wir als attraktiv erachten und welche nicht, weil wir versuchen, im Einklang mit unserem sozialen Umfeld zu sein. Wir streben nach Konformität, danach ähnliche Verhaltensweisen zu zeigen wie unser Umfeld, weil diese Anerkennung bekommen beispielsweise und dadurch werden die Verhaltensweisen, wenn sie im Einklang mit unserem sozialen Umfeld sind, attraktiver. Die zweite Möglichkeit, die wir haben, um eine Verhaltensweise attraktiver zu gestalten, ist, dass wir eine Verhaltensweise, die wir ohnehin ausführen möchten, kombinieren mit einer Verhaltensweise, die wir uns neu aneignen möchten. Das heißt, wir können beispielsweise, wenn wir öfters kalt duschen wollen, vorher eine warme Dusche, ausführen und dann eine kalte Dusche hinterher, um den gesamten Prozess des Duschens dadurch attraktiver zu gestalten. Dann das dritte Gesetz lautet, die Gewohnheit muss leicht sein. Denn wir Menschen haben alle in uns die Veranlagung, Verhaltensweisen zu wählen, die mit einem geringen Aufwand verbunden sind. Das heißt, wir sollten unsere Umgebung so gestalten, dass wir möglichst leicht in der Lage sind, die Verhaltensweisen auszuwählen, die wir gerne öfters ausführen möchten. Beispielsweise, wenn wir uns gesünder ernähren möchten, dann macht es Sinn, am Wochenende schon einen Haufen Obst und einen Haufen Gemüse klein zu schneiden, um unter der Woche die Möglichkeit zu haben, leicht auf dieses Essen zugreifen zu können. Außerdem können Gewohnheiten dadurch leichter werden, dass man sie immer wieder ausführt und dadurch automatisiert. Wenn man häufig genug die gleiche Verhaltensweise anwendet, dann überschreitet man irgendwann diese Grenze, ab der das Verhalten ganz automatisch passiert und damit zur Gewohnheit wird. Und dabei ist die Häufigkeit wichtiger als die Dauer, die diese Verhaltensweise in Anspruch nimmt. Deswegen kann es Sinn machen, die sogenannte 2-Minuten-Regel anzuwenden. Das heißt, man definiert eine Einstiegsgewohnheit, die weniger als 2 Minuten dauert und sich sehr leicht ausführen lässt. Und dadurch, dass man diese Verhaltensweise automatisiert, kann man dann diese Gewohnheit erweitern. Beispielsweise, wenn ich mir vornehme, ich möchte jeden Tag eine halbe Stunde laufen, dann fange ich nicht an, mit dieser halben Stunde mir das tatsächlich vorzunehmen, sondern ich nehme mir erstmal nur vor, mir jeden Tag meine Laufschuhe anzuziehen. Und erst wenn ich diese Gewohnheit automatisiert habe, dann knüpfe ich daran an und erweitere es so lange, bis ich bei meiner halben Stunde täglich angekommen bin. Und im Umkehrschluss eine Möglichkeit, um sich schlechte Gewohnheiten abzugewöhnen, ist, dass man den Aufwand erhöht, der notwendig ist, um diese Verhaltensweise auszuführen. Dann kommen wir zum letzten und vierten Gesetz, und zwar, die Gewohnheit muss befriedigend sein. Und wie ich vorher schon gesagt habe, wirken unmittelbare Belohnungen wesentlich stärker als langfristige Belohnungen. Etwas, was sofort belohnt wird, wird wiederholt und etwas, was sofort bestraft wird, wird zukünftig vermieden. Und deswegen kann es Sinn machen, sich direkt nach der ausgeführten Gewohnheit eine direkte Belohnung zu gönnen, um dadurch das Verhalten in Zukunft zu verstärken.
Eine weitere Möglichkeit, um die Gewohnheit befriedigend zu gestalten, ist, einen Gewohnheitstracker zu führen und zu versuchen, die Serie immer aufrechtzuerhalten und diese Kette nicht zu durchbrechen. Und wichtig vor allem, wenn man mal die Gewohnheit vergessen sollte, dann vor allem nicht zweimal hintereinander auszusetzen, sondern zu schauen, dass man direkt wieder in die Spur kommt. Aufgrund der Gesetzmäßigkeiten, die wir besprochen haben und ihrer Gegensätze, ergibt sich folgendes Diagramm, das man auch im Buch findet. Wir möchten sicherstellen, dass unsere guten Gewohnheiten möglichst offensichtlich, attraktiv, einfach und befriedigend sind. Außerdem möchten wir daran arbeiten, dass unsere schlechten Gewohnheiten erschwert werden, indem wir die Hinweisreize möglichst unsichtbar machen, die Handlung unattraktiv und schwierig machen und dafür sorgen, dass es insgesamt möglichst unbefriedigend ist. Und wenn uns das gelingt, dann können wir tatsächlich mit der Zeit durch kleine Gewohnheiten unglaublich große Erfolge und Veränderungen in unserem Leben bewirken. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen über eine positive Bewertung. Außerdem, falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann herzliche Einladung, auch das zu tun. Hier geht es jede Woche um Psychologie und um persönliches Wachstum. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, mach's gut. Servus.